Hallo und willkommen. Heute werde ich euch etwas über die effiziente Planung und das Präsentieren eures Systems für euer Tutorial-Video erzählen. Zuallererst müsst ihr euch Gedanken über euer Modell machen. Was ist es, was ihr erklären wollt? Ist es etwas Simples wie die Funktionsweise eines Zahnrades oder doch ein komplizierteres System wie ein gesamtes schaltbares Getriebe? Nun überlegt ihr euch, was sind die Hauptfunktionen meines Systems und fällt ihr am besten erstmal eine Liste mit diesen Hauptfunktionen an. Nun könnt ihr euch Gedanken darüber machen, wie ihr diese Funktionen am besten erklären und verdeutlichen wollt. Hierbei ist es besonders wichtig, darauf zu achten, dass eure Erklärungen klar, deutlich und möglichst einfach die Hauptfunktionen beschreiben. Sobald ihr dies getan habt, wollt ihr diese Erklärung noch höchstwahrscheinlich in einem Video umsetzen. Eines der nützlichsten Hilfsmittel hierbei ist ein ordentliches Skript. Hier gibt es drei verschiedene Varianten, alle mit Vor- und Nachteilen. Die erste und wahrscheinlich einfachste Art des Skriptes ist es einfach gar keinen anzufertigen, das ganze Video komplett zu improvisieren. Diese Art des Vortragens ist sehr fehleranfällig und nur empfehlenswert, wenn ihr euch wirklich gut mit der Materie und eurem Modell auskennt und ein relativ guter freier Redner seid. Die wohl zeitaufwendigste Version ist hierbei ein voll ausgefertigtes Fließtext-Skript. Hierbei plant ihr schon im Vorhinein, was ihr alles sagen wollt und schafft eine ganz klare Abfolge eurer Themen. Fließtext-Skripte haben auch einen präsentatorischen Vorteil. Ihr hängt euch beim Vortragen nicht immer wieder mit Äs oder Gedankenpausen auf. Der größte Nachteil bei dieser Art des Skripts ist es, dass ihr ihn in irgendeiner Form dabei haben müsst, sei das entweder ausgedruckt, auf einem Laptop oder als großes Poster hinter der Kamera. Wenn ihr es aber schafft, ein Fließtext-Skript ordentlich in einem Video umzusetzen, entstehen hierbei wohl die professionellst wirkendsten Videos. Eine weitere gute Variante für euer Skript ist es, eine Bullet-Point-Liste mit allen wichtigen Themen und Funktionen des Modells anzufertigen. Dies ist wesentlich weniger Aufwand als ein Fließtext-Skript und bietet euch trotzdem eine gute Möglichkeit, an alle Themen während eurem Videodreh zu denken. Da ihr nun mehr oder weniger frei vor der Kamera vortragt, erscheint euer Video auch wesentlich offener und spontaner. Nur leider schleicht sich hierbei, wenn ihr nicht die Besten im freien Präsentieren seid, wieder die Gefahr von Äs und Denkpausen ein. Alles in allem würde ich euch für euer Tutorial-Video, wenn ihr selber im Bild seid, empfehlen, einen Bullet-Point-Skript anzufertigen. Denn dieser trifft eine gute Balance zwischen freier, offener Präsentation und einer guten Videoablaufplanung. Wenn ihr aber in eurem Video nur euer Modell zeigt, lohnt es sich eventuell doch, ein Fließtext-Skript anzufertigen, da so euer Video kompakter und klarer wird. Nun, da ihr euren Skript habt und euch überlegt habt, wie ihr die Hauptfunktion eures Modells am besten erklärt, stellt sich nun die Frage, wie zeige ich meine Erklärung am besten auf Video? Auch hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Das wohl einfachste ist es, wenn ihr während dem Videodreh euer System oder Modell dabei habt. Wie zum Beispiel dieses Lager hier. An dem könnt ihr dann am allerbesten erklären, was die Funktionen sind. Ihr könnt da mit euren Fingern oder mit Stiften direkt darauf hinweisen, wo die Hauptfunktionen erfüllt werden oder wo irgendwelche Interaktionen passieren. Natürlich könnt ihr euch etwas mehr Aufwand machen und zum Beispiel aus Papier große Pfeile basteln, sodass ihr euer Modell auf einen Tisch stellen könnt und ohne jemals selbst im Video aufzutauchen, auf alle wichtigen Stellen gleichzeitig hinweisen könnt. Ihr könnt auch funktionsbeschreibende Diagramme ausdrucken und daneben legen, um zum Beispiel nicht direkt einsehbare Funktionen klar zu verdeutlichen. Alle bisher besprochenen Möglichkeiten erlauben es euch, euer Video direkt in einem Take zu drehen, sodass ihr weder schneiden noch nachbearbeiten müsst. Wenn ihr aber euer Video eh schon so geplant habt, dass ihr schneiden müsst, könnt ihr natürlich auch im Nachhinein beim Schnitt mit Markern und Texten auf die Hauptfunktion eures Modells hinweisen. Wenn ihr wirklich viel Aufwand in euer Video stecken wollt, könnt ihr auch versuchen, am Computer kleine funktionsbeschreibende Animationen zu erstellen und diese in euer Video einzublenden. Nochmal alles in allem. Ihr habt jetzt drei verschiedene Möglichkeiten kennengelernt, um ein Skript zu verfassen. Komplett improvisiert, eine Bullet-Point-Liste und ein voll ausgefertigtes Fließtext-Skript. Und auch für die Visualisierung kennt ihr nun drei verschiedene Ansätze. Ihr könnt euer Modell direkt dabei haben, aus Papier Marker und Infografiken basteln und in der Nachbearbeitung mit Text, Markern und kleinen Animationen arbeiten. Für die Visualisierung der Funktionen eures Modells könnt ihr so kreativ werden, wie ihr wollt und euch so viel oder so wenig Aufwand machen, wie ihr wollt. Versucht am besten eine gute Balance an verschiedenen Arten der Markern zu verwenden, um euer Video etwas lebhafter zu gestalten. Dies könnt ihr zum Beispiel erreichen, wenn ihr in der Nachbearbeitung nochmal mit Text auf die Hauptfunktion eures Modells hinweist. Passt aber auf, dass ihr nicht zu viele verschiedene Methoden auf einmal versucht zu vereinen, denn ansonsten erscheint euer Erklärvideo am Ende nur noch chaotisch. Ich hoffe, dieser kleine Überblick über Planung, Skripte und Visualisierungsmethoden hilft euch dabei, euer Videoprojekt gut zu planen und effektiv umzusetzen.